Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Oskar, da habe ich mal mit der Arenaleiterin Lavina nochmal kurz geredet, wann ich eigentlich mit dir kämpfen kann. Und sie meinte auf Französisch irgendwie, nee, ich habe jetzt keinen Bock, geh erstmal in eine andere Stadt, mach erstmal irgendeine andere Arenaleiterin. Und okay, dann machen wir halt eine andere. Aber aus irgendeinem Grund werde ich die ganze Zeit von diesem Geist hier verfolgt. Weiß nicht, das ist erst seit, nachdem ich mit dir geredet habe. Vielleicht hat sie mir das gegeben oder so? Die Wangen vom Traumfugier laufen rot an. Oh, oh Gott, bist du ein Buhu? Jetzt folgt es mir. Naja. Ich schätze, wir lassen es einfach mal bei uns im Team. Ich meine, ich schätze, warum nicht, ne? Oh. Oh nein. Der war eigentlich an einer anderen Stelle im Platin. Tada! Na endlich! Hast du mich mal wieder ordentlich warten lassen, Maike. Also, wer ist inzwischen stärker? Du oder ich? Finden wir es sofort heraus. Hey, du bist doch jetzt ein Trainer, also musst du immer mit einem Kampf rechnen. Fürs Jammern und Zögern haben wir keine Zeit. Also, los geht's! Oh, no. Bam, bam, badu, dam, 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 do. Oh, wir haben beide jetzt 4 Pokémon. Das ist doch schön fair. Oh, süßes kleines Traumfugil. Ja. Das ist schon ziemlich süß. Lemina hat auch über einen Traunfugil oder so geredet, meinte, wenn ich so ein Pokémon hätte, würde mir das stehen. Weiß nicht, also ich denke, sie hat schon recht. Aber irgendwie, jetzt habe ich es ja. Hm. Staralili. Traunfugil, was kannst du für Attacken? Wunderraum, Erstauner, Kung-Fu-Strahl, Horrorblick. Naja, sind jetzt nicht so wirklich die tollsten Attacken und bist auch nicht wirklich gut gegen einen normalen Flug-Pokémon. Setzen wir doch lieber Tricky dagegen ein. Ich schätze, der kann da mehr machen als du. Ich hab ein bisschen Angst gegen den Kampf, weil er crittet einfach. Weil der Kampf ist gar nicht mal so einfach. Also klar, Staralili ist jetzt kein so starkes Pokémon. Es ist ein bisschen hochgelevelt, ist dadurch ein bisschen stärker, wegen dem Crit jetzt auch gewesen. Aber es hält nichts aus. Es ist ein ganz kleiner Vogel, der kann nichts. Entwickel es mal. So würde ich mein Tricky jetzt auf 25 kriege. Bamelin, da sollten wir aufpassen. Da haben wir natürlich einen Shaker rein für. Gegen Wasser-Pokémon. Tun wir einen Pflanzen-Pokémon gegen. Das ist natürlich logisch. Ja, ihr seht schon, ich bin sehr kreativ mit den Dekobellen. Ach ja? Ich kann auch fies sein. Oh, Shaker rein wartet auf meine Anweisungen. Alles klar, mein Bruder, mein Freund, mein Kollege. Du schreck nicht zurück. Ja, Rasierblatt! Wir rasieren dich! Nicht mit Gillette, sondern mit Chicken. Level 27! Sehr, sehr cool. Oh, mega Sauger! Mega nice! Ja, dann mach halt Blattwerk weg, ne? Mega Sauger ist Rasierblatt ein Schwächer, aber dafür zieht es halt Leben des Gegners ab. Also je nachdem, was besser ist. Aber Blattwerk ist momentan ziemlich nutzlos geworden. Oh, Panpyro. Könnt ihr noch an Panflam erinnern? Panpyro ist die Weiterentwicklung. Dafür habe ich Tails. Dafür, für so einen Moment, habe ich mir ein Tails gefangen. Ein Bubbly. Ja. Vielleicht gebe ich meinen anderen beiden Pokémon, also Traunfugil und Jackrein, noch irgendwann meinen Spitznamen, aber mir fangen gerade keine ein. Aber Möglichkeit steht jederzeit offen. Und oh Gott, wie es aussieht. Hat so eine Maske auf jetzt. So ein bisschen. Das ist ein bisschen, Paint im Gesicht. Egal, wir spucken es an mit... Oh, Tempoweep. Aua, das hat weh. Aber jetzt spucke ich dann mit Aquaknarre. Pow! In your face. Und wegen der Muschelglocke heiligt mich. Ha, praktisch. Und gut. Bam! Bis dann! Ich kann euch sagen, im Original hatte ich hier kein Wasser-Pokémon. Und ich war richtig aufgeschmissen. Ich hatte keine Chance gegen ihn. Nie hatte ich eine Chance gegen ihn. Ich musste irgendein nutzloses Wasserbogen fangen, nur für diesen Kampf. Aber ich habe das Spiel mehrmals durchgespielt, auf Platin. Und immer mit anderen Startern auch manchmal. Meistens mit Plinfa, aber manchmal auch mit anderen Startern. Deshalb kann ich euch von meinen Geschichten erzählen, von meinen Erfahrungen. Roselia, Flammenrad, weg bist du ja. Bis dann und ciao. Ich sag das viel zu oft.
Oh yeah. Du, du, du. Nice, Level 20 für den Trauernfugil. Du, 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 du. Was? Willst du mir weismachen, dass ich verloren habe? Ja. Richtig. Ah, das ist mein Team schon wieder besiegt. Du veränderst doch absichtlich, dass ich der größte Trainer der Welt werde. Nein, Unsinn. Ich muss einfach mehr trainieren. Und dann eines schönen Tages. Genau, als nächstes gehe ich zur Arena von Schleide. Bis dann, Maike. Bei unserem nächsten Treffen wirst du staunen, wie stark ich geworden bin. Wart's nur ab. Okay, Heususe. Du bist nicht wirklich hilfreich gewesen. Traunfugel gähnt ausgiebig. Ja, warst müde, hast nichts gemacht. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dir. Jetzt gehst du einfach in mein Team rein, ohne dass ich irgendwas weiß davon. Und dann... machst du auch nichts? Stehst in der Ecke rum, guckst da irgendwas an? Und dann findest du dabei da... Geh zurück in die Ecke, wo du gekommen bist. Ja, okay, ich will mal nicht so böse sein. Wir geben dir nochmal eine zweite Chance. Welches Geschlecht bist du eigentlich? Du bist weiblich, nicht so wie die anderen. Okay. Kleines Mädel, dann benimm dich. Und dann ist auch alles gut. Okay, schauen wir kurz auf der Map. Wo geht's nach Schleide? Nach unten oder nach rechts? Das ist Trost, du. Ach ja, warte, hier. Schleide. Was ist dann hier oben? Alices. Süß. Soos. Okay. Dann werden wir wahrscheinlich hier lang müssen. Diesen ganz langen Weg in die Trostu-Stadt und dann nochmal nach Schleide. Okay. Dann machen wir das. Wird ein langer Weg. Aber niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Hallo du da, wer ist an deinem Pokémon interessiert? Es wurde im Pokémon-Hort in Trost gefunden, möchtest du es haben? Okay. Hier bitte. Ich nehme es mal mit, warum nicht? Das war ja nett. Wenn du mit einem Team reist und es neben einem topfitten Pokémon platzierst, stift irgendwann ein Pokémon daraus. Das soll zumindest ein gewisser Professor Lind aus YouTube behauptet haben. Okay. Mir wurde irgendwie gesagt, dass man auch, mit dem rechten Stick reindrücken kannst du hier auch durchscrollen, um so ranzuzoomen. Ah. Oh, sehr viele Schritte. Ja. Was wollte ich eigentlich haben? Moment, haben wir nicht sogar so eine Geistertafel oder sowas? Ja, hier. Diese Steintafel versteckt Attacken vom Typ Geist. Dann nimm sie mal. Riesige Tafel. Einfach so zum Mitnehmen. Aber damit wirst du stärker. Weiter vorne steht eine zertrümmerte Steinsäule. Was das wohl ist? Ich bin ja so neugierig. Aha. Ich liebe die Musik. Die ist richtig schön, die Musik. Herzhofen ist hier drüben, aber da waren wir. Gibt's hier irgendwas? Da oben ist ein Trainer mit einem Bidifass? Habt ihr das auch gesehen? Schnarrevier. Wer keinen Bock hat, den kleinen Vogel zu entwickeln, da ist der entwickelte Vogel schon. Oh, wir müssen nicht mal unser Pokémon rausholen. Das ist ja schon draußen. Macht ja auch eigentlich Sinn. In vielen Pokémon... Nee, warte. Mit allen Pokémon-Spielen war das, glaube ich, sogar so. Wenn das Pokémon schon draußen ist, musst du es gar nicht rausholen. Hab ich nicht drüber nachgedacht, dass das immer schon so war. Egal. Was macht ihr hier? Biddy. Ha! Ha! Ja! Huh! Ich mache hier mit Bidifass ein Spezialtraining für die Super-Wettbewerbsshow. Oh, du hast doch tatsächlich schon an der Super-Wettbewerbsshow teilgenommen. Hier ein Zeichen meines Respekts. Oh, danke für die Blitzsticker. Okay. Hier ist noch ein Item. Glas Honig. Und Bugbee glitscht da oben rechts in Traunvögel rein. Auch cool. Lass mich mal sehen, wie gut du deine Pokémon trainiert hast. Der Trainer hat einfach so einen Eimer voll mit Pokebällen. Will er mich jetzt vollschmeißen? Okay, das sind nur drei. Hä? Vielleicht sind die Reste ja leer. Oh, dieser Blick in den Augen. Ein Mobile. Das ist das Traunfugi mit der Halskette. Ich mag's ja. Ich mag ja Traunfugi. Das ist schon ganz niedlich, oder? Ich denke, als Amelie gesagt hat, so ein Pokémon würde mir passen. Ja. Ich verstehe, was sie meint. Okay. Aquaknarre! Tschüss! Und nächstes Pokémon. Oh, Robustheit. Oh. Da war so ein großer Balken. Da war ich gerade nicht sicher, ob ich es einfach nicht. Ja, muss er eigentlich. Nee, Robustheit sein. Ja. Okay, egal. Oh, Dreschflegel. Oh, 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 oh.
meine, wenn man Dreschflegel richtig einsetzt, kann es sein. Aber auch nur dann. Was? So wenig halt zu nur? Achso, ja, gut. Halt das ja, je nachdem, wie viel ich Schaden mache. Pichu! Ein süßes, kleines Bätschel. Dann tun wir mal Checke rein, würde ich sagen. Checke. Dann tun wir mal Checke rein. Ich mag Pichu. Es ist schon ganz niedlich. Razor Blade. Bam. Und Crit. Dede. Knospi. Ah, guck mal. Der hat ja Pokémon für jeden hier von uns. Ich dachte erstmal, es wäre ein Mädchen. Der Trainer. Ich weiß aber noch nicht genau, wie ich Traunfugel effizient nutzen werde. Bam. Im Platin ist es übrigens ganz anders mit den Arenen. In Platin machst du die Reihenfolge genauso, wie du auch die Städte triffst. Aber hier ist es nicht so. In Diamant-Perl war es nicht so. Da war es willkürlich irgendwo. Sehr gut, deine Pokémon sind wirklich in ausgezeichneter Form. Ja, und deine nicht mehr. Weil ich sie geplättet habe. Hehe. Du gibst deinen Pokémon viel zu Neigung, das ist leicht zu erkennen. Ja. So eine Profi-Angel ist schon ganz toll. Findest du nicht auch? Ja. Sehr gut, das wollte ich hören. Und da wir auf einer Wellenlänge sind, Wellenlänge, schenke ich dir diese Profi-Angel. Oh, jetzt kann ich angeln. Danke. Wo immer du Wasser findest, solltest du deine Angel auswerfen und dein Glück versuchen. Soll ich dir das erklären? Nö, das kann ich euch erklären. Komm, laber nicht. Was man macht, ist einfach... Ja, das nicht. Man geht einfach in den Beutel und dann holt man sich in den Key-Items seine Angel raus. Oder registriert sie halt direkt. Und dann, wenn ein Ausrufezeichen über deinem Kopf ist, A drücken. Und dann angelt man ein Pokémon aus. Ja. Meistens findet man halt nur ein Carpador. Aber man kann, je nach Gebiet, je nach Ort und Art und Weise, kann man auch bessere Pokémon angeln. Hi, willst du kämpfen? Nein, aber gehst du auch jeden Morgen joggen? Nee, tatsächlich nicht. Ist ganz cool, wenn man es macht, aber... Hör, bleib stehen. Achso, du wolltest hier lang. Wegen dem Pokémon geht das nicht. Lol. Okay. Na sowas, der Vorsitzende hat dich also als Fan anerkannt, wie? Es freut mich immer, wenn wir Zuwachs bekommen. Hier ein Willkommensgeschenk. Oh, danke für die Blütensticker. Donge. Auf gute Zusammenarbeit. Alright. Nehmen wir die mal mit. Ich finde immer noch, dass man Beeren pflücken und Reinsamen sehr in die Länge gezogen hat. In den ganzen Pokémon-Spielen. In jedem Pokémon-Spiel ist es eigentlich gleich. Ja, komm, let's go. Doppelkampf. Wir kämpfen zusammen, das macht uns stark. Wir werden die richtig klein machen. Ihr seid schon klein. Ich glaube nicht, dass ihr mich kleiner kriegt, als euch schon klein gemacht wurde. Ach egal, ihr wisst, was ich meine. Emma und Ina. Was mir übrigens gerade einfällt, wenn ich mich nochmal so meinen Charakter sehe. Wann können wir uns eigentlich mal umziehen im Spiel? Ich meine, man hat ja schon gesehen, dass wir Outfits haben in dem Wettbewerb. Sehr erstaunlich. Dass wir es immer noch nicht machen konnten. Okay, Tricky, du bist gerade sehr unpassend. Tu mal lieber Tails rein. Ich will mal wissen, wie viel Schaden mein kleines Traunfugelchen macht. Fun Fact bei Traunfugel. Ich habe immer gedacht, dass es Traumfugel heißt. Also mit M. Traum. Weil es ist ein Geist-Pokémon und wie Gengar, es kann Traumfresser einsetzen. Und deshalb dachte ich, ja, Traumfugel. Aber es heißt Traun mit N. Leider jetzt wieder vergessen, was es genau für eine Bedeutung hatte. Aber es hat auf jeden Fall Sinn gemacht, das weiß ich noch. Ja, ihr müsst eigentlich schnell sterben. Eigentlich müssten wir schneller sein, deshalb... Risiko! Nein! Schlechte Entscheidung! Ich hätte heilen sollen! Oder? Blub, Pikapu! Traunfugel spielt nur rum.
Stimmt, ich hätte es Traumfugil einfach nennen müssen. Das wäre ein Nickname gewesen. Oh, bitte nicht. Ja, ja, genau, auf das Pokémon. Ja, sehr gut, okay. Und jetzt erstaunen wir dich. Mit einer Wasserdüse. Ups, egal. Ich kann gar nichts. Gar nichts. Nix, nix, nix. Ein KP nehme ich mit. Den nehme ich noch mit, den 1 KP. Nein! Buhu! Oh, hier sieht man Buhu. Ja, schon ein cooles Pokémon, oder? Vielleicht ist es doch einfach Buhu. Nee, dann müsste es wendig sein. Echt mega, bist du etwa ein Pokémon-Genie? Ja, klar, auf jeden Fall. Wenn noch einmal, ganz starke Trainer, das steht für uns fest. Jo, wenn ihr das dann seid, ne, dann lasst es mich wissen, aber... werde ich sowieso nicht. Wir haben die Pokémon ein bisschen Probleme, hinter mir zu spawnen, aber ich find's cool, dass sie jetzt endlich rumlaufen können. Das konnten sie nämlich im Original nicht. Die konnten das nur im Park und da selbst nur manche. Das finde ich das sehr cool, dass sie das hier können. Die Wangen von Traunvogel laufen rot an. Ja, okay, ich guck dich mal an. Schau mal, ich bin ein Pokémon! Pika, Pika! Reingelegt, das ist nur ein Cosplay. Ein sehr junges Alter für so ein Cosplay. Aber gut, wenn du Spaß mit hast. Oh, da. Ja. Selbst das Pikachu ist gleich groß wie du. Also. Wie jung bist du? Du musst ja unter 10 Jahre alt sein eigentlich. Naja, komm, egal. Jack rein müsste keine Probleme haben gegen ein Elektro-Pokémon, falls ich das richtig im Kopf hab. Oh, Bitterkuss. Oh nein, jetzt werde ich verwirrt. Oh nein. Oh nein, das weibliche Pikachu hat mich in den Wahn gerissen. Ich beiß es einfach. Aber beiß nicht auf die Lippe, das tut weh. Komm schon. Nicht auf die Lippe. Ah, gut. Nein. Und das ist weg. Bigga, bigga. Tot. Pow. Lala, level up. Hey, ich bin so sauer. Die Animation. Erstmal weinen, dann. Ich weine nicht. Ich bin ein großes Mädchen. Wenn ich aber groß bin, würde ich gerne Pokémon werden. Das habe ich irgendwo schon mal gehört. Keine gute Idee. Und du willst auch kämpfen? Was war das gerade? Wenn es dich nicht stört, würde ich gerne gegen deine Pokémon kämpfen. Nee, stört mich nicht. Ich meine, das ist Free XP für mich. Oh, jetzt bist du ein Mädchen. Suddenly a girl. Der Blick. Panty, mi, 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 mi. Mi, mi. Ich erstaune dich, mi, 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 mi. Pickaboo. Ah, zu gruselig. Oh, es lebt noch. Ah, es gab... zurückgeschreckt. Ich kann euch sagen, Traunvogel ist wirklich einfach das Can-Touch-Me-Pokémon. Ist wirklich einfach das Can-Touch-Me. Weil viele Pokémon können nichts gegen einen Traunvogel anrichten. Weil, anders als ein Gengar, was Typ Geist-Gift ist, ist Traunvogel nur Geist. Nur Geist. Es gibt sehr wenige Pokémon, die nur vom Typ Geist sind. Und deshalb mag ich Traunvogel so sehr. Also nicht genau deshalb, aber das ist einfach einer der Gründe. Tja. Warum ich jetzt übrigens das Pi angreifen kann mit einer Geistattacke, weil Normal- und Geist-Pokémon, die können sich gegenseitig nicht angreifen. Pi ist nicht mehr normal, sondern Typ Fee. Gibt nämlich den Feentypen hier. Knospi, ja, das hole ich natürlich tricky raus. Der hat da viel mehr Ahnung, wie man mit so einem kleinen umgeht. Das war, glaube ich, der falsche Sound. Wie hörst du dich an? Irgendwie so. Flammenrad. Ich drehe am Rad. Boom. Das ist weg. Bis dann. Und ciao. Deine Pokémon wurden mit dem Kabel rausgezogen. Sie wollte ihn nicht akzeptieren, aber dann dachte sie sich, okay, komm, ich will mal keine Schlichter verlieren. Behandelst du ein Pokémon gut, dann werdet ihr euch ganz schnell ausgezeichnet verstehen. Das ist doch schön. Ist ein Item? Ja, ein Mini-Pilz, basically. Money. Und ich mag Money. Auch Honey mag ich. Beschwimmen wir das mal und werden uns wieder vergessen. Das war ziemlich dumm. Egal. Du willst kämpfen?
Ne? Als ich noch nicht joggen war, jagte plötzlich ein wildes Pokémon hinter mir her. Ich sage dir, vor lauter Angst bin ich glatt, übers Wasser gespurtet, ohne es zu merken. Wow. Was ist das hier denn eigentlich? Bevor ich mir das anschaue, bevor ich irgendwas falsch mache, speichere kurz ab. Der steinerne Turm hier ist nur noch eine Ruine. Diese Stelle im Mauerwerk scheint wie gemacht für den Spiritkern, den du dabei hast. Willst du ihn einsetzen? Ja. Du setzt den Spiritkern das Mauerwerk des Steinturms ein. Der Steinturm erscheint wieder in seinem Ursprungszustand. Aus der Außenmauer sprang die Inschrift Geweihter Turm. Dieser geweihte Turm. Die Steine scheinen sich verschoben zu haben. Okay, was es hiermit auf sich hat, hier kann man ein bestimmtes Pokémon fangen, ein geisterliches Pokémon. Es erscheint aber nur, wie ich weiß, wenn man im Untergrund über, ich glaube, 30 oder so NPCs, verschiedene NPCs findet, mit denen redet. Irgendwie so war das, auch im Original war es irgendwie so. Bin mir nicht sicher, aber irgendwie so geht das und dann kann man hier ein besonderes Pokémon fangen, was leider nicht Legi ist. Ich dachte immer, es wäre Mythical oder Legi oder sowas. Das ist einfach nur ein ganz normales Pokémon, was halt cool designt ist. Genauso wie Rotom, zu dem wir aber auch, naja, relativ am Ende kommen. Genauso wie das Pokémon. Hier kommen wir am Ende des Abenteuers irgendwann auch nochmal zurück. Das kann ich euch sagen. Aber jetzt ist es noch zu früh. Aber man kann ja theoretisch jetzt schon das Pokémon bekommen. Wenn man gesuchtet hat im Untergrund. Habe ich ja eigentlich, aber anscheinend nicht genug. Tipps für Trainer. Registrierst du ein Basis-Item auf einem bestimmten Knopf, kannst du es fortan ohne Umwege einsetzen, sobald du den Knopf drückst. Richtig, das wäre der Knopf hier. Ja. Nebulak! Puh! Oh mein Gott, gruselig. Oh, sehe ich deine Statue? Hast du die im Untergrund gefunden? Vielen Dank, dass du mir die gezeigt hast. Dafür will ich mich erkenntlich zeigen. Oh, danke. Ach ja, Statuen sind der Stoff, aus dem die Träume sind. Stimmt das Traumfugil? Betrachtet dich seelenruhig. Oh, es beobachtet mich. Das macht mich ein wenig nervös. Könnten Sie das bitte unterlassen? Danke. Cool. Jetzt können wir entweder hier mit dem Fahrrad hoch. Oder wir gehen hier oben lang. Und reden mit dem. Was sich wohl an der Spitze des Turms der Ruinen befindet. Diese Frage beschäftigt mich sehr, aber mir ist es dort zu unheimlich. Warum ist das Staravia so klein? Junge, der Vergleich. Dieses kleine Traumfugel, was so groß ist wie ich und das kleine, das, ja gut. Ah, ja. Warum ist das so klein? Oh Gott. Oh Mann, das ist so komisch. Ah, kann man auch noch mit dem Fahrrad hoch. Alles klar, verstanden. Von Item. Fläschchen Calcium. Oh, das war so klar. Im letzten Grasbüschel noch ein Bravia. Naja, Star Bravia. Bedroher. Wen wird sie hier bedrohen? Über mich? Mich? Mich bedrohen? Das wollen wir mal sehen. Das wollen wir doch sehen. Ah. Hallo? Ey, ich will auch mit kämpfen oder so. Na, wie die fast, komm mal ab. Ich hab keinen Bock auf dich. Lass mich in Ruhe. Was krieg ich denn hinter dir? Das würde ich nicht laut sagen. Ich weiß nicht, was mein Geist zu alles tun kann. Hi, wo kommst du denn her? Und welche Pokémon hast du bei dir? Ich habe ganz coole Pokémon bei mir. Und du? Oh, viele. Oh, Cowgirl. Alina. Oh, lol. Also die Animation ist richtig cool bei den Trainern. Also, das ist auf jeden Fall nice. Du, du, du. Ein Bedizer kann nichts gegen mich tun, aber ich auch nichts gegen es. Nein, es geht nicht. Wie jämmerlich. Weiß nicht, wann das Ei schlüpft. Ich weiß auch gar nicht, was da überhaupt drin ist. Vermute mal, ein eigeformtes Pokémon wird da drin sein im Ei, aber wissen tue ich nicht. Und so wie das Ei gerade aussieht, ist das, so sehen alle Eier aus. Das erste Ei, was wir hatten, wo Manaphy drin war, nur Manaphy hat so ein besonderes Ei. Ahaha. Ja, das immer steht, erwartet deine Anweisungen, das nervt ein bisschen, weil das ist so ein extra Text, der nicht sein muss, um ehrlich zu sein.
Nicht mein Level Up. So schlecht an den Belizas. Was? Ja, nur Belizas? Wirklich? Sag mir nicht, dass wirklich nur Belizas. Das wäre aber ziemlich enttäuschend, wenn ja. Wie sich wackelt. Komm schon! Als ob sie nur Belizas hat! Teilen die sich etwa alle die VMs oder was? Ja, das eine Belizer habe ich für Stärke und das andere für Zertrümmerer. Und das hier habe ich für Surfer. Und das hier ist aber schlecht. Habe ich aber nur so hier. Tricky hat zumindest ein Level abbekommen. Da kommt noch eins. Und das ist für die VM, die wir noch gar nicht von der wir noch gar nichts wissen. Deshalb werde ich sie nicht spoilern. Gut so. Dafür verschone ich dich aber trotzdem nicht. Norm. Bis dann. Oh komm. Okay, ein Belizer hat sie noch. Noch eine Chance bekomme ich. Fürs Level Up von, ich meine, es war von Tails. Norm. Ja. Oh, Schlechtrenn ist auch schon nah dran am Level Up. Auch cool. Ja, ja, so schicke Leute wie du haben natürlich auch schicke Pokémon bei sich. Ja, ich finde die schon cool, die Cowgirls. Schon ganz schnieke. Hä? Nanu? Tails entwickelt sich! Glückwunsch, ein Tails hat sich zu einem Bäuerlin entwickelt! Cool. Jetzt kommt der Rumschreit. Wow. Das möchte ich mir mal genauer anschauen, um ehrlich zu sein. Deshalb, ich tue mal mit meinen Geisten meinen Ball wieder rein. Ich möchte mir mal Tails jetzt genauer anschauen. Warum ist es kleiner als vorher? Oder, nee, obwohl das sah nur so aus, okay. Das sah, na wohl, es ist genau groß, oder? Eigentlich müsste es ein bisschen größer sein. Tails beginnt zu gähnen. Nein, doch nicht. Nee, doch nicht. Oh, das ist ein Doppelkampf. Wie, du willst mit mir kämpfen? Gerne, wenn ich mit Even ein Team bilden darf. Stell mich nicht, wenn ich es halt mit der verbringe. Immer diese Paare in Pokémon. Mensch, Mensch. Oh, junges Glück. Ja, von der Pose her schon. Beides Kampftrainer. Wollen wir noch mal sehen, wie ihr mit meinen Pokémon klarkommt. Okay, mein Magpie wird da nicht klarkommen. Oh, aber erstaunlich werde ich hier angreifen können. Ja, komm, switch lieber raus zu Tails, auch wenn das gleich down geht. Ich möchte mal Bäuerlin im Kampf sehen. Sehr cool. Hat sich entwickelt. Ich wusste gar nicht, dass es sich jetzt schon entwickelt. Ich dachte, das entwickelt sich erst Level 30 oder so. Dann habe ich das wohl vertan. Nein, nein. Oh, das macht nicht so viel Damage. Nein, aber nicht. Aua. Oh, wie es geschrien hat, das arme Ding. Hä? Die Tafel ist weg. Sag mir nicht, die ist jetzt für immer weg. Wegen Abschlag. Also wenn ja, dann bin ich aber sehr böse auf euch hier. Sowas von bereuen, euch mit mir angelegt zu haben. Mach euch alle fertig. Mal ein bisschen heilen dadurch. Und jetzt Rasierblatt auf alle. Also im Gegnerteam natürlich auch alle. Ja. Hätte ich das doch vorher gemacht. Mist. Na, konnte ich nicht wissen. Egal. Level up. Immerhin etwas. Es tut mir so leid, Even. Ich habe nur Augen für dich. Vielleicht haben wir deshalb verloren. Tja, hab mal Augen für... Ja, lieber nicht. Okay. Wir haben verloren, Even. Ich brauche jetzt deine Umarmung. Selbst in der Niederlage bist du noch wunderschön, Thea. Ach komm, seid ihr Maul. Komm, sucht euch ein Zimmer und lasst mich in Ruhe. Trost du, wo man sorgenfrei leben kann. Das ist so eine richtige Cowboy-Stadt, kann ich euch sagen. Das ist eine richtige entspannte Cowboy-Stadt. In der wir in der nächsten Folge weitermachen werden.
Phantrose Mischlaede ist es recht weit. Du kannst zwar unterwegs im Café eine Pause einlegen, aber empfehlen würde ich es nicht. Warum nicht? In irgendeinem Artikel stand mal, dass Pokémon unterschiedlich schnell heranwachsen. Das stimmt. Das stimmt. Da, da, das stimmt. Sehr cool. Na gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Pokémon.